Und bei euch war es von Anfang an auch, fand ich, beim ersten Gespräch, okay, ist eine Herausforderung. Euer Sohn ist wirklich, glaube ich, eingeschränkt, wie er ist. Und ihr wart auch verzweifelt. Ihr wart sehr gestresst. Wie hat er damals gegessen? Was hat er so gegessen? Ja, also war generell sehr, sehr eingeschränkt. Er hat viele, ja, einfache Sachen gegessen. Brot ging eine Zeit lang ganz gut, wenn es von der Konsistenz her in Ordnung war. Süße Sachen immer mal wieder, auch nicht in großen Mengen, aber. Ich habe noch im Kopf im Kindergarten auch nicht gut gegessen und grundsätzlich nur so 5 bis 10 sichere Lebensmittel, die gingen, also wirklich sehr Genau, wenig, ja. so. Und auch Und das hat er rotiert, also auch sichere Lebensmittel waren dann wieder plötzlich weg war und nicht das immer war sicher, genau. sehr, sehr, sehr schwierig. Was für euch schwierig war, dass ihr gar nicht wusstet, was ihr jetzt kochen sollt. Und er hat sich auch vor Dingen geekelt, teilweise. Willkommen bei Healthy Happy Family, dem Podcast für die gesunde Familie. Ich zeige dir hier, wie dein Kind wieder besser Gemüse isst, Neues probiert und wie du gesünder kochen kannst. Als Ernährungscoach und Bloggerin liegen mir die gesunde, schnelle Küche für Familien sehr am Herzen. Mein Fokusthema ist die vegetarische und vegane Ernährung und wie du dein Kind dazu bringst, wieder mehr Gemüse zu essen. Ich spreche deshalb mit Experten und gebe dir Tipps und Tricks für den Familienalltag. Hallo Anni und Chris, es freut mich, dass ihr dabei seid. Hallo Moana. Hallo. Genau, heute geht es ja um euren Sohn. Ihr wart mit ihm im Coaching. Es geht darum, wie es ist, wenn ein Kind sehr eingeschränkt ist, was bei eurem Sohn ja so war oder immer noch ein bisschen ist. Wann muss man genauer hinschauen? Und ja, einer der Punkte war ja bei euch auch so der Entwicklung der Gewichtskurve zum Beispiel. Oder auch wie der Beikoststart war. Sogar auch ein unerkanntes Zungenband war bei euch ein Punkt, der erst später, glaube ich, oder erkannt wurde. Und ich habe ja auch schon verschiedene Familien gehabt und es sind schon die Punkte, die man einfach auch überall am Anfang mal fragt. Wie ist denn auch die Entwicklung des Kindes? Und bei euch war es von Anfang an auch, fand ich, beim ersten Gespräch, okay, ist eine Herausforderung. Euer Sohn ist wirklich, glaube ich, eingeschränkt, wie er ist. Und ihr wart auch verzweifelt. Ihr wart sehr gestresst. Und ja, aber vielleicht könnt ihr mir kurz erklären, wie es euch damals gegangen ist und wie die Geschichte kurz war, bevor ihr zu mir gekommen seid. Ja, gerne. Als wir zu dir ins Coaching gekommen sind, hatten wir erstmal Sorge, um welche Themen es für uns überhaupt gehen kann, weil ich ja auch schon mehr von dir gesehen habe und viel um gesunde Ernährung ging und bei uns eigentlich schon die große Herausforderung war, dass da überhaupt ist. Also von gesundem Essen waren wir einfach noch super weit entfernt, sondern es ging erstmal darum, dass er eine Mahlzeit komplett isst, egal welche. Also wir hatten uns zu dem Zeitpunkt darüber gefreut, wenn er sich an Keksen satt gegessen hätte. Hauptsache, er isst überhaupt irgendwas. Weil er so wenig gegessen hat. Weil er einfach super wenig gegessen hat, weil er, wie du gesagt hast, bei der Gewichtskurve unter dem Durchschnitt, also nicht nur unter dem Durchschnitt, sondern unter der untersten Grenze war und es einfach immer weiter runterging und wir uns deswegen viel Sorgen gemacht haben, was uns gestresst hat. Und ja, es hat sich alles so gegenseitig beeinflusst. Also der Stress um die Sorge, der Stress ums wenige Essen, der Stress um das Kochen. Und ja, also wir hatten viele Auseinandersetzungen am Esstisch untereinander und waren verzweifelt, ja. Ja, das ganze Thema Essen war einfach so stark im Fokus und hat sich alles darum gedreht. Das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Ja, das ist auch so die typische Spirale. Familien, die das haben, die ein Kind haben, das halt schlecht isst und dann sich die Eltern so viele Gedanken machen, gerade wenn man dann noch, wenn beide Eltern halt am Tisch sitzen und sich viele Gedanken machen, dass einfach dieser Stress über allem liegt und dass sich alles um das Essen dreht, aber im negativen Sinne. Und man gar nicht mehr schön am Tisch sitzt.
Vielleicht müsst ihr noch sagen, euer Sohn hat eine Zwillingsschwester und die beiden sind ja, was sind sie jetzt, drei? Dann 2 Monaten 4, ja, Ah, schon, genau. genau. Und die Schwester ist aber nicht so eine schwierige Esserin. Nein, im Nee, im Gegenteil. Gegenteil. Ja. Das ist dann eigentlich ganz interessant, genau. Ja, das Zungenband wurde bei ihm geschnitten, als er 2 war. Ja. Hat das damals was verändert? Also das Zungenband wurde tatsächlich erst spät entdeckt, dass es zu kurz ist. Also das Stillen mit ihm war schon sehr schwierig. Also er konnte schon schlecht an der Brust trinken und dennoch wurde das nicht erkannt. Und dann hatten wir natürlich eine große Hoffnung, dass er einfach besser kauen kann überhaupt. Also dass er den Mund schließen kann und auch harte Dinge kauen kann. Und das hat sich tatsächlich verändert. Also wir hatten dann begleitend zur Zungenbandtrennung auch Logopädie, dass eben die ganze Muskulatur um den Mund überhaupt mal wieder aufgebaut wird. Die war total geschwächt. Und genau, also es hat sich dahingehend verändert, dass er feste Dinge kauen konnte, den Mund wieder schließen konnte, aber in der Vielfalt und in der Menge vom Essen konnten wir jetzt nicht einen großen Unterschied feststellen. Ja, hat sich das schon so eingeschlichen, dass das eben eingeschränkt war? Ja. Ja. Habt ihr bei ihm mal die Blutwerte testen lassen, auch aus Sorge? Ja, definitiv. Also, als wir wussten ja von vornherein, dass er auf der Gewichtskurve relativ weit unten ist. Der Kinderarzt hat uns immer beruhigt, solange er zunimmt, ist es in Ordnung. Aber wie man halt so ist als Eltern, macht es natürlich trotzdem Sorgen, gerade wenn man dann sieht, die Vielfalt ist nicht da, die Menge ist nicht da. Ja. Und sind wir auch auf den Kinderarzt zugegangen und haben gesagt, dass wir auf jeden Fall mal ein Blutbild machen wollen. Genau, und haben das jetzt auch schon mehrfach getan. Ja, okay, und das war aber gut. Außer der Grundsätzlich gut, Eisenwert. genau, nur der Eisenwert war niedrig. Okay, der Eisenwert war niedrig und da habt ihr dann auch supplementiert. Genau. Das ist übrigens auch, also für alle, die zuhören, bekannt bei Kindern, gerade im ersten und zweiten Lebensjahr, aber wenn ein Eisenwert sehr niedrig ist, kann da ein Kind sehr, sehr schlecht essen. Und wenn man den Speicher wieder auffüllt, kann das wirklich sehr zu einer Verbesserung beitragen. Aber ist auch nicht in jedem Fall eben einfach dieser Knopf, den man löst, sondern aber wenn man es weiß und wenn man es mal abcheckt, macht das auf jeden Fall Sinn. Genau. Dann wart ihr vorher schon in einem anderen Coaching oder bei einer anderen Ernährungsberatung? Oder was habt ihr euch alles schon überlegt gehabt? Also wir waren beim Kinderarzt regelmäßig, der uns auch da eng begleitet hat. Da wurden wir dann weiter verwiesen an eine Osteopathin, die hat festgestellt, dass das Zungenband zu kurz ist. Dann wurden wir weitergeschickt an die Logopädin, die uns 3 Monate noch begleitet hat über die Zungenbandtrennung hinaus. Und wir waren bei einer Stillberaterin. Genau, also wir hatten schon einige Stationen so hinter uns, aber richtig Ernährungsberatung wie bei dir hatten wir vorher nicht. Und ja, hätten wir es früher gewusst, hätten wir uns vielleicht ein bisschen was ersparen können. Wie lange Also hast du denn gestillt? ein halbes Jahr. Ich habe immer abwechselnd gestillt. Also dadurch, dass es Zwillinge waren, habe ich immer nachts ein Kind gestillt und am Tag das andere Kind abwechselnd. Also ich hatte auch noch von mir aus Stillprobleme. Es lag nicht nur an seinem kurzen Zungenband. Da war noch mehr schwierig, aber das hat es natürlich nicht gerade leichter gemacht. Ja. Ihr habt mich ja damals eben kontaktiert, wir haben gesprochen und ihr habt euch für das Coaching entschieden. Wie hat er damals gegessen? Was hat er so gegessen? Ja, also war generell sehr, sehr eingeschränkt. Er hat viele, ja, einfache Sachen gegessen. Es gab eine Nudelzeit, da hat er viel blanke Nudeln gegessen, auf jeden Fall ohne Soße. Brot ging eine Zeit lang ganz gut, wenn von der Konsistenz her in Ordnung war. Einfaches Brot. Süße Sachen immer mal wieder, auch nicht in großen Mengen, aber. Ich habe noch im Kopf im Kindergarten auch nicht gut gegessen und grundsätzlich nur so 5 bis 10 sichere Lebensmittel, die gingen, also wirklich sehr Genau. wenig, so. Und auch das Oder hat rotiert, also auch sichere Lebensmittel waren dann wieder plötzlich weg waren nicht und immer sicher, genau. sehr, sehr, sehr schwierig. Was für euch schwierig war, dass ihr gar nicht wusstet, was ihr jetzt kochen sollt. Und er hat sich auch vor Dingen geekelt, teilweise. Ja, Ja, vor allem ja. in der Konsistenz. Das war schwierig, wenn Dinge zu klitschig sind. Auch wir haben ja dann mit der Zeit erst rausgefunden, dass es wohl auch manchmal an der Temperatur lag, was wir so im Alltag gar nicht so richtig gemerkt haben. Und vor allem vor Dingen, die streng gerochen haben oder für ihn unangenehm gerochen haben. Also er hat viele Dinge schon auf Entfernung gerochen, als schlecht abgestempelt und dann gar nicht probiert. Also da war die Hürde viel zu groß.
Eigentlich typisch hochsensibel. Ja, trifft vieles auf ihn zu, ja. Genau. Und er hat auch nicht gerne Dinge in die Hand genommen, glitschige Dinge, eher weiche Lebensmittel gegessen, was eben auch noch von diesem Kauen herkam. Wenn dir diese Situation jetzt bekannt vorkam, wenn du dich darin wiederfindest oder ihr in der Familie wirklich viel Stress am Esstisch habt oder du schon lange denkst, du hast ein hochsensibles Kind, einen schwierigen Esser, ein Kind, das wenig isst, dann melde dich sehr gerne für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir schauen in diesem Telefonat an, was dein Kind mag, wo es steht, was bei euch die Triggerpunkte sind, die Herausforderungen und welchen Weg ich dir empfehle, welches Coaching dir helfen könnte, damit es auf jeden Fall besser wird. Melde dich unter www.healthyhappyfamily.ch. Und Ja. einfach eine starke Skepsis gegenüber ganz vielen Lebensmitteln. Ja, Definitiv, ja. Und diese Punkte haben wir auch angeschaut und dann nach und nach geübt, verbessert. Aber der erste Punkt war bei euch, diesen Stress rauszubringen. Und das haben wir aber, glaube ich, ziemlich gut und schnell, finde ich, Ja. hingekriegt. Ja, eigentlich mit dem Startgespräch, wenn wir ehrlich Schon. sind, ja, also allein das Verständnis und die vielen Punkte, die wir gebracht haben, wir jetzt so auch im Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht jetzt nicht auf viel Verständnis oder Wissen gestoßen sind, war bei dir, ja, war jetzt nicht alles direkt neu. Also auch das Thema Hochsensibilität, du hast es gerade angesprochen, war dir schon bekannt. Das war für uns schon mal eine große Erleichterung, dass man da nicht noch irgendjemanden zu viel erläutern muss. Und ja, wir haben uns gleich gut aufgehoben gefühlt und du hast uns gleich einen ganz guten Fahrplan vorgelegt auch. Und ich weiß noch, ich glaube, eine Woche später hat er zum ersten Mal wieder was Neues probiert oder so. Ja, also wir hatten diese typischen Grillsituationen und die Nudel mit Soße-Situation und wir haben recht schnell eine Entlastung durch dich erfahren. Du hast ja schon im ersten Gespräch gesagt, okay, bei euch geht es nicht darum, dass er jetzt drei Gemüse probiert und einen ausgewogenen Teller hat, sondern wir müssen erstmal gucken, dass er die Skepsis und die Angst vor dem Essen verliert und dass er wieder Spaß am Essen hat. Und irgendwie hat uns das extrem entlastet. Auch so aus der Elternsicht, nicht daran festzuhalten, wir müssen jetzt unbedingt ein Kind haben, was sich sofort super gesund ernährt, sonst besteht Gefahr, sondern okay, wir müssen erstmal gucken, dass wir wieder eine gute Stimmung am Esstisch haben und konnten uns einfach auf diese eine Aufgabe konzentrieren und das hat uns total entlastet. Und dadurch ist natürlich auch wieder eine bessere Stimmung am Esstisch entstanden und aus dieser Entspannung heraus konnte er wieder offener Essen gegenüber sein, ja. Ja. Und genau, und dann kam es recht schnell, dass er sich dann beim Grillen schon mehr auf den Teller genommen hat, dass er dann doch mal eine Soße auf den Probierteller gemacht hat. Das war, glaube ich, einer der ersten Dinge, die wir eingeführt haben, den Probierteller. Und sich dann doch Soße nehmen konnte und gemerkt hat, ich habe den gleichen Teller wie alle anderen. Mein Teller ist bunt, so wie von allen anderen am Esstisch. Und das hat ihn total beflügelt, ja. Genau, er war wahrscheinlich auch selber stolz jetzt, ja. Total, ja. Und wie ging es euch dann dabei? Ja, total gut. Also wir waren oft total geschockt am Tisch gesessen und du hast ja auch direkt gesagt, nicht viel Aufmerksamkeit drauflegen. Also nicht total loben, boah, toll, dass du das gegessen hast oder so. Wir mussten uns wirklich zusammenreißen, unser Glück quasi zurückzuhalten. Ja. Das ist auch weiterhin, also das ist auch ein laufender Prozess. Da sind wir auch jetzt noch dran, das versuchen zurückzuschrauben. Also muss man natürlich auch sagen, das Ganze ist ja jetzt noch nicht ewig lange her und wir sind am Arbeiten und das wird auch wahrscheinlich kein Prozess, der jemals zu Ende ist. Also das war jetzt auch keine Wunderheilung und wir sind noch lange nicht am Ziel. Ja, genau. Also das ist ganz wichtig, gerade bei einem Kind wie bei eurem, das auch schon eine längere Geschichte hinter sich hat, kann man natürlich nicht in 8 Wochen Wunder erwarten. Trotzdem war bei euch mehrere Male, wo auch ich gedacht habe, wow, jetzt freue ich mich wirklich auch mit euch, dass wir das schon geschafft haben. Ich habe manchmal Familien, die entlasse ich dann nach 8 Wochen mit weniger Erfolgen, aber trotzdem Erfolge hat noch jede Familie hingekriegt, auch diesen Stress wegzubekommen. Und bei euch geht es auch vor allem darum, jetzt mit diesen Sensorikspielen, die wir auch gemacht haben, wie können wir ihn an diese Lebensmittel heranführen?
mit welchen Übungen kann er sich daran gewöhnen oder auch die Dinge überhaupt in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das ist eben etwas, was ihr jetzt mitnehmt und sicher die nächsten Jahre immer wieder üben müsst, damit es nicht wieder schlechter wird, ja. Genau. Und inzwischen ist er wirklich auch viel besser nach diesen 8 Wochen, kann man sagen. Kann man sagen, auf jeden Fall. Also er isst inzwischen Apfel jeden Tag. Den hat er fest in seiner Frühstücksdose. Wir haben immer einen gesunden Snackteller am Nachmittag. Wir haben es geschafft, oder er hat es geschafft, dass er inzwischen Erdbeeren probieren konnte. Wo er so lange an diesen gefriergetrockneten Erdbeeren hing, kann er inzwischen sogar frische Erdbeeren essen und ja, Gemüse in Soße kann er inzwischen essen. Also ja, er fühlt sich selber total sicher und kann entspannter im Kindergarten essen, ohne große Angst davor zu haben, was es da jetzt gibt. Natürlich probiert er nicht alles, es wird wahrscheinlich auch noch lange so bleiben, aber er hat zumindest sehr viele Nahrungsmittel, die er essen kann, die er entlastet essen kann, ohne Angst zu haben. Und Das hat auch ist das schön. Selbstbewusstsein, auch Lebensmittel abzulehnen, dem er es artikuliert und uns einfach mitteilt, ohne dass er jetzt irgendwas vom Tisch schmeißt oder die Stimmung komplett kippt. Ja, Was auch sehr, stimmt. sehr wichtig ist. Das ist auch schön, ja. Also ich find's sie, wie gesagt, super. Ihr habt auch gut gemacht, muss ich auch sagen. Das hängt halt auch immer von den Eltern ab, wie fest sie arbeiten und miteinander arbeiten. Das ist doch auch, muss man gesagt haben. Und das Schönste finde ich, das habt ihr, glaube ich, am Ende mal gesagt, ihr seid endlich aus dieser Sackgasse rausgekommen. Ja, das trifft's gut, auf jeden Fall. Wir wussten ja wirklich nicht mehr weiter. So dramatisch wie es klingt, so war es auch, muss man wirklich sagen. Das hat ja wirklich unseren ganzen Alltag belastet und kontrolliert. Und jetzt haben Ja. wir eben die Werkzeuge an der Hand und können weitermachen und uns stetig verbessern und wieder eine normale Familie sein und uns normal weiterentwickeln und zusammen am Esstisch lachen. Genau, das ist ja das Wichtigste, Spaß am Essen zu haben, zusammen am Tisch zu sitzen, als Familie über den Tag zu sprechen und eben nicht, dass es darum geht, wer isst jetzt was und isst jetzt dieses Kind überhaupt etwas. Aber eben, ich finde es wirklich ganz schön und wünsche euch von daher wirklich alles Gute auf dem weiteren Weg und ich glaube auch daran, dass ihr das weiterzieht, weil ihr da nicht mehr hinkommen wollt, wo ihr mal wart und diese Erfolge jetzt auch gesehen habt und deshalb, glaube ich auch, bleibt ihr schön dran und dann kommt das wirklich gut und wünsche euch alles Gute. Vielen Dank für die tolle Begleitung. Ja, sehr Vielen, vielen gerne. Dank. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und du hast viel gelernt oder auch neue Inputs bekommen. Ich freue mich, wenn du mir auf Facebook unter Miss Broccoli folgst oder auf Instagram underline Miss Broccoli und natürlich auch meinen Blog www.missbroccoli.com aufsuchst für noch mehr Rezepte und Inputs. Wenn du ein wählerisches Kind hast, wenn du abnehmen möchtest, gesünder leben oder einfach wissen willst, ob du dich gesund ernährst, mit den Nährstoffen richtig versorgt bist, kannst du dich jederzeit für ein kostenloses Kennenlerngespräch melden unter www.healthyhappyfamily.ch. Ich freue mich, dich kennenzulernen.